Nun sind Sie ja selber investigativ tätig. Wenn ich sage selber investigativ, dann bedienen Sie sich ja auch journalistischer Mittel, die, sagen wir mal, auch zum Handwerkszeug von Geheimdiensten gehören, der sauberen Recherche, des Nachrichtensammels, des Treffens, des verdeckten Treffens von Informanten und so weiter. Wo ist denn da für Sie die Grenze genau? Also nachrichtendienstliche Methoden würde ich doch zurückweisen als Ausdruck, wir hören niemand ab zum Beispiel. Sowas werden wir nicht tun, das wäre auch illegal. Was vor allem ein ganz wichtiger Unterschied ist, wenn wir recherchieren mit dem Versuch, dass die Betroffenen das möglichst nicht erfahren, tun wir das, um Missstände von öffentlichem Interesse aufzudecken. Also wenn es um Korruption geht, um Amtsmissbrauch. Und in dem Fall, in den Fällen, über die wir geschrieben haben, ging es aber der Bunten darum, das hat sie auch öffentlich eingeräumt, herauszufinden, hat Franz Müntefering eine neue Freundin? Hat Oskar Lafontaine ein Verhältnis mit seiner Parteifreundin Sarah Wagenknecht? Hat Horst Seehofer eine Geliebte? Darum ging es und vor allem im Fall von Franz Müntefering war das ganz offensichtlich in keiner Weise journalistisch gerechtfertigt, weil die Beziehung zwischen Michelle Schumann, der heutigen Frau Müntefering, und Franz Müntefering nichts zu tun hatte mit dem Mandat von Herrn Müntefering. Nun gibt es aber auch die Klasse der Paparazzi, die aus der Deckung heraus, da benutzt man sogar die Jägersprache, Leute abschießen. Ist das auch schon grenzwertig aus Ihrer Sicht, weil damit ja auch in die Privatsphäre eingedrungen wird? Also wir sind beim Stern. Ich will nicht ausschließen, dass auch der Stern, wie alle anderen großen deutschen Medien, schon mal jemand abgeschossen haben, wie sie das formulieren. Wir sind aber in der Hinsicht sehr zurückhaltend und ich kann mich auch an keinen Fall erinnern, dass wir, so wie das im Auftrag der Bunten geschah, versucht haben, eine Liebesaffäre, noch dazu eine politisch irrelevante Liebesaffäre, ans Licht zu bringen, die der Betroffenen, die Betroffenen bewusst vertraulich halten wollten. Ich würde mal da schon einen Trennungsstrich ziehen. Paparazzi, die jetzt Prominenten nachspionieren, brechen ja auch gelegentlich das Recht. So gab es zumindest ja die Urteile im Fall Caroline aus Straßburg vom Menschenrechtsgerichtshof. Es kann Fälle geben, wo Paparazzi einen Job zurecht machen. Hier geht es aber, glaube ich, schon um was anderes. Hier wurde nicht mal jemand eben abgeschossen, sondern es wurden Prominente aus der Politik systematisch über einen längeren Zeitraum von größeren Teams offensichtlich ausgespäht. Und das hat schon eine neue Qualität, glaube ich. Die Bunte wehrt sich nun dagegen. Man sagt dort, man habe davon nicht gewusst, mit welchen Recherchemethoden Informationen beschafft worden seien. Glauben Sie der Bunten? Wir haben auch nicht behauptet, dass die Bunte im Detail alles gewusst hat, was da passiert ist. Insofern bin ich jetzt relativ gelassen, weil ich habe keine Ahnung, was die Bunte eigentlich genau kritisiert an unserem Artikel. Das hat sie bisher nicht preisgegeben. Sie hat im Gegenteil inzwischen ja sogar eingeräumt, dass im Jahr 2008 in der Tat insgesamt ungefähr eine Viertelmillion geflossen ist an diese Agentur CMK. Nur für ein paar Bilder wäre das ziemlich viel, muss ich ehrlich sagen. Die Bunte hat uns selbst schriftlich eingeräumt, dass sie den Auftrag erteilt hatte, an CMK herauszufinden, ob Franz Müntefering eine neue Freundin hat. Und wenn man einen derartigen Auftrag erteilt, gibt man explizit, implizit zumindest den Auftrag, die Privat- und Intimsphäre von Herrn Müntefering zu durchleuchten. Wie sonst soll man ein Verhältnis belegen, das die Beteiligten aus ihren sicherlich wohlerwogenen Gründen selbst bis dahin nicht publik gemacht hatten?